Das Wort hat die Kollegin Dr. Enkelmann für die Fraktion Die Linke. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, jetzt ist es an mir, Wasser in den Wein zu kippen. Ich vermute mal, Sie haben auch mit anderem nicht gerechnet. Ich glaube, Mitleid, Herr von Essen, glaube ich, ist nicht angebracht angesichts der Höhe der Diäten und der sonstigen Versorgung, die wir bekommen. Seit Juni bekommen Rentnerinnen und Rentner in diesem Land 0,99% mehr Rente. Im Schnitt heißt das 10 Euro mehr. Und zu Laola-Wellen der Seniorinnen und Senioren hat das nun wahrlich nicht geführt, zumal Anbetracht einer Inflationsrate, die über 2% liegt. Also die Rentenerhöhung hat nicht mal die Inflationsrate abgedeckt. Und um Steuerentlastung wird ein Riesenbohai gemacht. Heraus wird wahrscheinlich ein Mäuschen kommen, so etwa 20 Euro mehr Entlastung, also kaum der Rede wert. Monatelang ist hier in diesem Haus diskutiert worden und im Vermittlungsausschuss um 5 Euro mehr für Hartz-IV-Empfängerinnen und Hartz-IV-Empfänger. Und das war eine unwürdige Debatte. Und jetzt feiern Sie sich schon für mögliche 10 Euro, die es für Langzeitarbeitslose im nächsten Jahr mehr geben soll. Ab 2012. Und Herr Altmaier, Herr Kollege von Essen, Herr Oppermann, jetzt machen wir es doch mal konkret. Sie haben ja die Zahlen gar nicht genannt. Warum eigentlich? Es soll ab 2012 292 Euro mehr geben. Und 2013 nochmal 292 Euro. Das sind fast 600 Euro mehr in 2 Jahren. Das ist unverschämt. Ich frage mich, warum schämen Sie sich nicht dafür? Angesichts der mageren Zuwachsraten, die es bei Beschäftigten gibt, bei Rentnerinnen und Rentnern, bei Langzeitarbeitslosen, ist dieser Zuwachs bei Abgeordneten absolut unangemessen. Und dafür reicht Ihnen nun eine Beratungszeit von gerade mal einer Woche. In einer Woche wollen Sie das hier durchziehen. Und um uns das Ganze schmackhaft zu machen, haben Sie nun angekündigt, eine Kommission zur Neuregelung der Altersversorgung. Mal abgesehen davon, dass das längst überfällig ist, weil es nicht hinnehmbar ist, dass Abgeordnete des Bundestages, im Übrigen auch des Europaparlaments und eines Teils der Landtage, nicht für Altersversorgung einzahlen. Es ist also längst überfällig, dass es hier eine Regelung im Bundestag geben soll. Die Linke legt Ihnen heute einen Antrag vor. Ja, es geht uns um die Neuregelung der Altersversorgung. Wir wollen, dass Abgeordnete einzahlen, und zwar in die gesetzliche Rentenversicherung. Das ist unser Vorschlag. Aber uns reicht das nicht aus. Wir sagen, wenn wir ans Abgeordnetengesetz rangehen, dann geht es um mehr Fragen. Dann geht es um die Frage, inwieweit die Kostenpauschale zum Beispiel auf den Prüfstand gehört, inwieweit Abgeordnete in Sozialversicherungssysteme einzahlen. Sie haben ein Beispiel genannt von einem Kollegen aus Ihrer Partei. Es gibt auch Kollegen bei uns, die also zum Beispiel 2002 aus dem Bundestag raus sind, die dadurch, dass wir nicht in die Arbeitslosenversicherung einzahlen, zum Beispiel auch kein Arbeitslosengeld bekommen und keinen Anspruch haben tatsächlich auf Qualifizierung etc. Insofern schlagen wir Ihnen vor, dass auch Abgeordnete in Arbeitslosenversicherung einzahlen. Warum nicht? Und wir wollen mehr Transparenz für Nebentätigkeiten, Nebeneinkünfte. Da sind wir in der Diskussion in der Rechtsstellungskommission, aber wir kommen auch an dieser Stelle nicht weiter. Sie allerdings beschränken sich auf einen kräftigen Schluck aus der Diätenpulle und eine vage Ankündigung in Sachen Pension. Das ist der Linken zu wenig. Danke. Ja.